Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer, und zwar ein Spin 1. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier ein PH00 für die sehr kleinen Schrauben. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Auch auf der anderen Seite. Hier sieht man die Verbindungslinie auch ziemlich gut. Ja, und das geht einmal um das Gerät herum. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. Ich fange jetzt hier auf der Geräterückseite an und hebel die Unterseite so ein bisschen nach oben. Das Knacken ist dabei völlig normal. Das ist einfach, wenn die Einraststellen gelöst werden. Aber da ja hier die Geräteunterseite im Grunde genommen nur von den Schrauben gehalten wird, ist das eine ganz einfache Übung. So, ich zeige euch die Unterseite auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bei diesem Modell ist es übrigens auch so, dass sowohl RAM als auch Speicher fest auf die Platine gelötet sind. Die kann man also nicht ersetzen oder erweitern. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Dafür machen wir jetzt erstmal das Klebeband hier ab. Dann kommt man ganz einfach an den Stecker ran und den kann man seitlich greifen oder auch am Kabelbund und dann einfach nach unten rausziehen. Um den Akku an sich zu tauschen, muss man nur diese beiden Schrauben hier lösen und auch hier dann das Klebeband, was über dem Kabel ist, abziehen. Und danach kann man den Akku einfach aus dem Gerät rausnehmen. Unter dem Akku sehen wir hier auch das Touchpad. Das kann man auch einzeln lösen. Dafür muss man nur die drei Schrauben lösen, die hier oben drüber sind. Die sind auch teilweise unter dem Klebeband hier. Also auch das muss man erst wieder abziehen. Das zeige ich jetzt aber noch mal so exemplarisch. Und ja, man muss dann auch noch das Kabel trennen. Das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man erst nach oben, bevor man das Kabel rausziehen kann. Das ist auch ganz wichtig, sonst reißt man nämlich den gesamten Stecker mit ab. Und beim Wiederverbinden einfach nur darauf achten, dass man das Kabel wieder bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann, in den Stecker steckt. Was manchmal ein bisschen fummelig sein kann, da einfach mit Geduld.
und am Ende wieder umklappen. Ja, und dann ist das erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.